rustikal sein und Tarnfarben besitzen und so weiter. Also, wir gehen in die Piste round. Und guck mal, was die so hergibt. Snacks unterwegs, offensiv, schönes Brett gegen Happy. Pascha im Kistengang. Und das ist Kenny S. Der von Tessa auch einen reingedrückt. Also die Polen, die schießen ganz gewaltig in den Kopf. Und jetzt gibt es natürlich für Kiyoshima irgendwie noch die Bombe gelegt zu bekommen. Aber dazu wird er wahrscheinlich nicht kommen. Flawless First Round für Virtus Pro. Pause Call, was auch immer da los ist. Da kann nur irgendwas Technisches im Argen sein. Aber meine Güte, hat es da geklatscht. Also Respekt Challenge überall auf der Map. Und die Franzosen erstmal in ihre Schranken gewiesen. So, mal gucken. Was mag ich nicht, was andere mögen? Naja, also zum Beispiel Asimov und Vulcan finde ich furchtbar. Ich mag Skins nicht, die zu bunt sind. Die neue USP finde ich pottenhässlich. Alles sowas. Also zum Beispiel auch die Hyper Beast ist mir viel zu bunt, viel zu nervig. USP Orion und solche Geschichten, alles nicht mein Ding. Deswegen, für mich darf es gerne Tarnfarben haben. Ich finde die Wasteland Rebel auch zum Beispiel cool. Safari Mesh Geschichten, Boreal Forest Zeugs und so weiter und so fort. So, Tess auch hier auf der. Reitet auf der P90. Der wird gleich wahrscheinlich zu tun bekommen, so wie das aussieht. Denn wir bereitet da den B-Go vor. Okay, Apex. Jawohl, sie sind da gut draufgekommen. Pascha ist nachgeschoben. P90 wird plötzlich ein bisschen interessant hier auf die große Distanz. Apex wieder Deagle. Überzahlsituation. Plötzlich wird das Ganze hier richtig bitter für die Polen werden. Zunächst muss gucken, dass er da irgendwie Richtung Spot drauf kommt. Sie haben Apex nur fast gekillt und das fast könnte hier zum Verhängnis werden. Zunächst gut angeschossen. Bialy kommt da nicht weit. Und vier Leute überleben bei Envias. Die Force-By-Runde direkt an die Franzosen gegangen. Pistegefährlichkeit kennen wir ja. Mal schauen, ob die Polen sich von dem Schrecken da direkt wiederholen können. Schön von der RP, aber da kommt ein Neo Scout zurück. Zwei hat er schon erwischt. Bialy offensiv, na? Geht's da direkt zurück? Ist das die Retourkutsche? Return to Sender, wie es aussieht. NB Kappa, NB Kipo, NB Bible Thump oder so ähnlich. 2:1. Na, nice Shot Neo. Seine Scout Shots, die haben das Ganze hier eingeleitet. Das könnte natürlich interessant werden. Ist das jetzt hier einfach nur das wieder zurückholen? Wird es dadurch dann doch wieder zu einer guten, zum guten CT-Start für Virtus Pro? Oder hat NWS hier auch nochmal was auf dem Ass im Ärmel? Dreimal die Eagle, ist angesagt. Plus NBK mit der Scout und Kenny S hat sich eine AK geleistet. Das Ding zum Beispiel. Pottenhässlich, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Sieht aus wie Plastik, hat Noppen auf dem Ding drauf. Welcher AK hat denn bitte Noppen? Ist einfach aus Gummi.
Zumindest die Verarbeitung hochwertig. Für ein Spielzeug. So, MDK raus Richtung Kistengang. Hat Viali da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Kenny S mit dem Frag Richtung Drohnenlinie. Das könnte interessant werden. Snacks gewinnt einfach das Duell gegen die AK mit einer MP9 auf die Distanz. Das ist ja nicht mal weggeföhnt. Kyoshima wenigstens auch einen mitgenommen. 2 zu 1. Ah, 3 zu 1. Oh Gott, sag mir nicht, dass die blöden Shadow-Deckers auch noch so ein furchtbares Geräusch machen. Wenn man die rausholt. Die machen so ein ganz unterschwelliges Blub. Bock, 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 bock. Als wenn man irgendwie auf... Oh nee. Als wenn man irgendwie auf Leder klopft, so hört sich das an. Ich finde ja schon das Klicken von den Falchion-Knives extrem nervig. Aber dieses... Oh Gott. Muss das sein? Volvo, please. Kyoshima. Das hat er gut aufgepasst. Das, Nummer 3. Er weiß, dass Kyoshima da irgendwo oben durchläuft, aber sein Mate deckt ihm vernünftig den Rücken. Und Tess bedankt sich mit einem schönen vierten Headshot. 4 zu 1. Also diesmal ist nichts mit auf dem B-Spot draufkommen. Man hat das Klicken ein bisschen reduziert, kann das sein? Beim Falchern? Oh, Snacks. Weiß nicht, wie viel er mitbekommen hat. Er hat sich irgendwie erst relativ leise verhalten. Die sind auch hier wieder mit 4 Deagles unterwegs. Jawohl, umso mehr. Aber ich konnte nicht finden, dass Apex die Bombe legt. Und das ist es, was sie unbedingt erreichen wollten. Damit hat NVS die Runde, die letzte Runde, wieder finanziert. ...5 zu 1. Aber gelegte Bombe, wie gesagt. So, nochmal Pause, Call. Jetzt hört es euch genau an. Blopp. Voll anstrengendes Geräusch. Vor allen Dingen, wenn man einen tiefen Bass hat. Ja, also, die kleinen Problemchen geben uns natürlich ein kleines bisschen die Möglichkeit, miteinander zu chatten. Finde ich eigentlich auch mal ganz cool. Ihr hört das nicht. Seid froh. Habt ihr es wohl euer Bass, euer Subwoofer-Bass oder wie auch immer nicht so kräftig. Vielleicht ist genau die Frequenz bei meiner Soundkarte irgendwie ein bisschen erhöht oder laut. Ist Wuchser jetzt ganz bei 19 Damage angestellt? Jawohl. Er ist neben mir der zweite Fulltime-Caster jetzt. AK-Case-Hardend. Nee. Sieht aus, als wäre sie in den Tuschkasten gefallen, finde ich. Mit High Shadern ist es noch ganz okay. Da sieht sie wenigstens ein bisschen glänzend aus, aber finde ich jetzt nicht so hübsch.
Schieße zu den Xen-WH-Vorwürfen. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Kann nichts zu sagen. Ich finde, das klingt eher nach Kunstleder mit hohem Kautschukanteil. Wie jetzt? Was jetzt? Okay. Von mir aus. Warum ich beim Berlin-Marathon mitgelaufen bin? Bin ich. Bin nur dann an der ersten Ecke erstmal zu McDonald's abgebogen. Empfehlung, wie man den Equalizer vernünftig einstellt. Ja, es gibt einen bestimmten Frequenzbereich, der typische Steps macht. Den rausfinden und ein bisschen höher stellen. Kann ich sehr empfehlen, hört man gut die Steps. Und ein bisschen die ganz tiefen Bass vielleicht auch rausnehmen, aber das klingt natürlich besser mit ein bisschen Bass. So. Jetzt weiter in die nächste Runde und Envias hat die Möglichkeit, jetzt endlich ins Spiel zu kommen. Ich versuche gerade noch den Spieler zu finden. Hoffentlich kriege ich es rechtzeitig hin. Pascha Botzeps. Mal gucken, was das so zu bedeuten hat. Leichter Hinweis. Wechselt er zu Überholverbot oder so? Oder vielleicht hat er einfach nur mit. Ist er einfach nur mit Bot Troy unterwegs? Ja, schnell in Deckung. Da kommen noch einige Schuss durch die Smoke. Er kommt halbwegs weg. Und Snacks. Auch er möchte abgehalten werden, aber Kenny S war ein bisschen schneller als sein Kollege. Molotov hinter die Kante, einfach um sich ein bisschen vom Leib zu halten. Kenny S musste auf jeden Fall hinterstehen bleiben. Er kann nicht weiter vorher pushen. Und Kiyoshima und MBK. Okay, na gut. Eine Sekunde kurz gechillt im Kopf und schon ist es passiert. Envias holt sich Runde Nummer 2. Trotzdem kann Virtus Pro hier nochmal nachkaufen. Also das jetzt kein Problem sein. Interessante Spielweise von NWS, dass man das so sehr pick-orientiert spielt. Das nächste so gemacht. Ein bisschen mehr Zeit rauszuschlagen, bevor Envias überhaupt attackieren kann. MBK. Die Smoke wird ihn wahrscheinlich nicht abhalten. Man versucht da oben drüber zu pushen. Und wenn sich dann Virtus.pro Spieler etwas unvorsichtig zeigt, kann es sein, dass es für ihn zu spät ist. Aber noch hat Kenny S dann niemanden vor die Linse bekommen. Darum steht Test. Er wartet auf seinen Moment. Gute Flash. Hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt, aber Happy konnte sich rechtzeitig hinter die Ecke verziehen. MBK ist schon ziemlich weit vorne. Ich bin gespannt, was das wird. Man scheint in Richtung A rübergehen zu wollen. Jetzt ist er raus aus dem Kistengang. Gefährliche Situation von Bialy. Einmal kurz nicht aufgepasst, dann könnte es schon zu spät sein. Kriegt den ersten nicht down und damit fällt der Spot komplett. Pascha bleibt eigentlich auch nichts anderes übrig, als sich hinter die Smoke zurückzuziehen. Und dann ist die Frage, ob man da überhaupt nochmal versucht ranzugehen. Es sind 5 Spieler gegen einen. Es wird wohl nicht so werden. Also Tess. Es wäre Zeit, in Deckung zu gehen. Die Frage ist, wohin? Er weiß, dass der Gegner schon irgendwo in Richtung Connector rumschwirrt. Er weiß, dass wahrscheinlich auch noch irgendwann am Kistengang rumsitzt. Das heißt, oh mein Gott, Tess, geht er da drin? Nein, er wurde rechtzeitig gespottet. Ich glaube, er hat mit dem Gedanken gespielt, da vielleicht noch Richtung Bombspot zu laufen. Aber es war schon ein bisschen spät. Win. 5:3. So, NWS hat jetzt schon mal den Punkt erreicht, der bei der letzten Begegnung dieser beiden Teams genug für einen Draw war. Also 3 T-Runden waren da letzte Mal ausreichend. Und die 4. ist höchstwahrscheinlich, denn Virtus Pro spielt jetzt erstmal die Echo.
wieder rauf Richtung Spot. Richtung A-Spot, einfach raus. Der ist mit der gesaveten Waffe. Wieder ein Kiroshima drauf. 5 zu 4. So, jetzt gibt es einen neuen Versuch für die Polen. Sie müssen jetzt unbedingt gegenhalten. Also wenn man jetzt noch mehr Runden zulässt bei Envias, dann kann es ganz schnell schon zu viel sein. Und dann werden sie wahrscheinlich kaum noch Möglichkeiten haben, die Map irgendwie noch auszugleichen. So, Apex hat Stellung in der Mitte bezogen. Zieht also nur in die Wand, damit er hier nicht geflasht wird für den Fall, dass jemand offensiv kommt. Wir kämen Kistengang. Auch er mehr damit beschäftigt, mal Ausschau zu halten, ob der Gegner vielleicht Fehler macht. Obwohl das Pro sich irgendwo zeigt, ob man ihn vielleicht früh aus dem Spiel nehmen kann. Bisher haben die Polen das relativ vorsichtig ausgespielt. Da oben ist MK, der ist da rumgehüpft. Oh, die Smoke ist gut. Die Smoke ist gut, gibt immer noch ein kleines bisschen Deckung. MK schießt noch ein paar Schüsse, die Smoke tut dann so, als ob er wegläuft. Ich denke, der Reload, der war zu hören. Ja, und das ist für Pascha natürlich gleich das Spiel. Trotzdem hat er es mal versucht, er hat zumindest Pascha im Kistengang beschäftigt. Das könnte man relativ leicht drüber spielen. Würdest du zwei Spiele auf dem B-Spot, relativ untypische Deckung. Und das wird ihn hier so ein bisschen zum Verhängnis. Pascha ist einfach offensiv gepusht. Und noch liegt die Bombe da irgendwo in der Mitte. Oh, das könnte bitter werden. Happy hat die Bombe da oben liegen lassen. Und wenn Pascha vielleicht genau an ihn rankommt und verhindern kann, dass die Bombe gelegt wird, dann wäre das perfekt. Jetzt raus, Bombe down, 2 Sekunden. Auch wenn Apex jetzt alle noch killen könnte, ihm würde die Zeit fehlen. Und damit geht die Runde an Virtus Pro. Aber das war dieser Zeitfaktor, der dann am Ende den Unterschied gemacht hat. Envias hätte schon längst drauf sein können, hätte schon längst die Bombe gelegt haben können. Und dann wäre der ganze Druck auf Virtus Pro übergegangen. Also, ich weiß nicht. Entweder ist er unglücklich gestorben dort oben auf dem Zug, oder man hat sie irgendwie ein bisschen blöde liegen gelassen. Denn das ist wirklich keine Position, an der man eine Bombe haben möchte. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass der Träger da drauf gegangen ist oben. Auf den Zug. So, Neo mit der Scout, mit der AWP unterwegs. Doch, Scout, sag ich doch. Doppel-AWP bei Envias. Hier oben bahnt sich auch was an. Happy steht hier close. Und nach dem Schuss ist für Tess klar, dass er rumgehen muss. Er nimmt den Frag mit. Absolut richtig gespielt. Da fliegt jemand vom Server. Das natürlich bitte. Und MK und Kenny S. Vielleicht können sie das Ganze nochmal retten. Schöner Schuss. Das ist Neo down. Hinter dem Spot hat sich Snacks noch hingehockt. Und er hat genau den kleinen Spalt gefunden, durch den er Kenny S. sehen konnte. Biali ist schon wieder da. Vielleicht war es nur ein Reconnect. Vielleicht ist sein Spiel nur gecrashed. Man weiß es nicht. 38 Sekunden, Bombe liegt ungünstig für ihn, er müsste auf jeden Fall an Snacks vorbei. Und momentan nimmt ihm die Smoke noch die Sicht. Die sehen wir auf dem Radar, ich würde mal fast behaupten, dass da... Nee. Nein? Nee, die ist auch, also auch Fuck. Und Snacks. 7 zu 4. Trotzdem müssen sich die Franzosen hier keinen großen Druck machen, denn sie haben schon 4 Runden. Und das ist mehr als die meisten Teams oder viele Matches benötigen, um gewonnen zu werden. Deswegen... Absolut kein Druck. Man kann sich da noch ganz entspannt ins Match begeben und einfach mal abwarten. Und Virtus Pro ist sich im Klaren darüber, dass sie jetzt möglichst alle Runden brauchen. Sehr, sehr schöne Gegenflash. Gegen Kante gehüpft. Und Tess geht weiter offensiv. Die Smoke könnte auf jeden Fall den falschen Hinweis geben. Er nimmt ihn mit. Und ist, glaube ich, zufrieden mit dem Pick. Jawohl. Also, Tess geht in Deckung. Nimmt den Vorteil einfach raus.
Yoshima hätte die Gelegenheit, noch ein bisschen Schaden anzurichten. Währenddessen seine Mates im Kistengang auch schon so gut wie verreckt. Es geht nochmal vorne raus. Neo hat er gerade einen falschen Moment erwischt. Aber gut aufgepasst von Biali. Und Kiyoshima, der hier gerade noch zurückläuft. Und irgendwie hofft, dass er da noch ein bisschen rankommt. 30 Sekunden. 8 zu 4. So, Tess hat 14 zu 4 Stats, der macht einen sehr, sehr guten Job auf dem Baseboard und ich glaube, das ist der Grund, warum man ihn jetzt auch mehr oder weniger alleine gelassen hat. Dass man ihm zutraut, dass er den Spot auch im Notfall gut genug unter Kontrolle hat oder zumindest genug Schaden macht, dass ein leichter Retake folgt. Deswegen verständlich, wobei, ich sag's noch und da schickt man Neo noch dazu. Schön, zweiten, jawohl, Nummer 3 auch mitgenommen. Und dann werden sie nicht weiterkommen. Also setzt er nochmal ab, war eigentlich gut drauf, aber war schon ein bisschen zu sehr im Recall, um hier einen sauberen Headshot rauszukriegen. 9 zu 4, nichtsdestotrotz, wieder Test, guter Einsatz, der größeren Schaden verhindert hat. Und Envias darf dann irgendwie nächste Runde nochmal versuchen. Ich denke, jetzt geht es dann nochmal in die Echo. Eingekillt. MBK da auch relativ weit vorgekommen. Die Deagle sind wirklich gefährlich. Das wissen wir. Happy ist hier durchmarschiert. Refake von Biali folgt auf dem Fuße. Aber es ist nur noch MBKs Deagle. Die Zwischenrunde im zweistelligen City-Ergebnis steht. Jawohl, 10 zu 4. Eine Runde noch in der ersten Halbzeit. Eine Möglichkeit für Envias hier noch mal ein Pünktchen zu sammeln. MBK. Sie haben zumindest den unter Kontrolle, aber Snacks hat nochmal ordentlich freigeräumt. Die Bombe ist da unten schon down. Neo kommt nach. Und er kann sich da unten nochmal eine ordentliche Waffe schnappen, wenn er Lust hat. Das heißt natürlich, er bleibt bei seiner AWP, aber die ist für die Position vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Und in der letzten Runde braucht er die auch nicht wirklich mitzunehmen. Die Bombe liegt nach wie vor unten im Pop-Dog und Happy steht hier ein bisschen auf verlorenem Posten. Sauberer Headshot gegen Pascha, das hat ordentlich gescheppert bei ihm. Und da ist Nummer 2 und da hat sich AWP natürlich auch ausgezahlt. Also 11 zu 4 Halbzeitspielstand. Für Virtus Pro auf jeden Fall eine machbare Ausgangssituation, aber auch für Envias gar nicht mal so schlecht. Hängt natürlich viel von der First Round ab. Also sollten die Franzosen die Pistol jetzt holen. Und dann gehe ich natürlich auch immer aus von der zweiten und dritten Runde im Anschluss. Dann kann das gut sein, dass das hier eine ziemlich hart umkämpfte erste Map wird. Oh, MBK hat den ersten verpasst, aber hat genug Zeit, um hier noch einen Molly rauszufeuern. MBK
Okay, der wollte nicht so richtig umfallen. Apex hat vorne hinten mehr Erfolg gehabt. Jetzt kann man ihn natürlich mit der frisch nachgeladenen Waffe hier nochmal ein bisschen reinhalten. Wird aber vom Pascha von der kleinen Rampe noch als Nachzügler da aufgerieben. 3 gegen 4 Situation, 2 gegen 4. Langsam kippt die Balance in Richtung Envias. Die Attacke findet statt, Apex. Und es bleibt nur noch an Neo hängen. Er kann nochmal einen Wally Richtung Spot werfen. Jawohl, der liegt auch. Gibt ihm ein paar Sekunden Zeit, aber muss sich trotzdem hier auch einfach ins Gefecht begeben. Kenny S klaut ihm auch noch den Frag zu allem Überfluss. Und das war nicht genug Zeit, die der Molly da rausgeschlagen hat. Schöner Gedanke, aber leider zu früh oder nicht. Ja, nicht spät genug. Da kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen, denn seine Mates haben es da nicht hinbekommen, den Spot vernünftig zu halten. Klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber letztendlich hat Envias einfach zu viel Boden gut gemacht und zu viel Schaden dafür kassiert, als dass er dann am Ende noch hätte was machen können, 1 gegen 4. So, also Piss Around an Envias. Hält die Franzosen hier gut im Spiel. Da geht einiges Richtung Popdog raus. Happy hat sich auch eine Rifle gekauft. M4. Apex haben sie über den Haufen geschossen. Jawohl, Recoil Control sitzt. Und Snacks. 11 zu 6. Bin ich mal gespannt, was der Aufbau ansagt, denn Virtus Pro hat zwei Mann in den Kistengang. Einer steht da unten schon in der T-Mitte, relativ close. Jawohl, Tessa, die man erwischt. Snacks auch rausgelaufen und das könnte wie so ein, ja, wie so ein Domino-Effekt den ganzen Spot auseinanderreißen. Kenny S im Kistengang hatte auch keine Wahl, als sich einfach auf das Duell einzulassen. Und dann wurde er relativ schnell gepickt. Happy down und schöner erster Go von Virtus Pro. Und das ist immer der erste Gedanke, dass man versucht, dann auch Richtung A rauszugehen. Wenn man eine Schwachstelle feststellt, dann kann man den Gegner hier ganz gewaltig in Schwierigkeiten bringen. Das sieht auch gut aus. Warte mal, wo haben wir es? Irgendjemand, der da gerade sein Knife eingesteckt hat. Das steckt einfach in seinem Bein. Snacks hat einfach das Knife ins Bein gesteckt. Das nenne ich mal manly. See, when wanting to get knife to somewhere, just... Stick in leg. Perfectly natural knife holder. So, Apex. Schön offensiv Move. Und Virtus Pro ist dann ein bisschen überrumpelt worden. Müssen die Polen schauen, dass sie mit einem etwas langsameren Spiel etwas weiter rankommen. Aber genau das ist natürlich das Risiko, dass Kiyoshima sie dann rausnimmt. Ja, und der Force Buy von Envias, der scheint ziemlich gut zu funktionieren. Biali muss hier noch Schaden machen, einfach um das Geld von Envias ein bisschen niedrig zu halten. Tja, da ist alles schief gegangen für die Polen. Also es ist ein bisschen kurios, dass hier die jeweils Force-Buy-Runden so bitter in die Hose gehen. Das Pro macht sich weiter auf den Weg Richtung B-Spot. Also man hat ja jetzt dann ganz klar die Strategie geändert. Diese Argos, die sind ihnen nicht mehr ganz geheuer. Deswegen versucht man etwas mehr in den Nahkampf zu kommen, etwas endgültigere Ghosts zu spielen. Ich weiß jetzt, was da los ist, aber die Smokes sind nicht auch gewesen. Die Flash hat er absolut ordentlich gedodged. Neo als erster raus, der Rest hat noch ein kleines bisschen gewartet. Da ist irgendwas nicht ganz richtig gelaufen mit den Flashes.
Snacks. Oh, die beiden sind gegeneinander gelaufen. Keiner weiß wirklich, wo der andere ist. Snacks ist durchgedrungen. Schön gemacht. Hat MEK gleich erfasst. Und direkt auch auf, über den Haufen geschossen. Dann hat er die Runde hier aufgemacht. Oh, Kyoshima mit einem schnellen Headshot. Direkt den Hit hinterher gesetzt. Pasha. Hat Kenny S auf jeden Fall überrascht. Aber jetzt weiß er, wo der, jetzt weiß der Gegner, wo er ist. Pasha müsste sofort den Headshot setzen. Mehr als einen Schuss kam er dann nicht mehr zu. Also Runde Nummer 8 auf das Counter von Envias. Mal gucken, was Virtus Pro mit dem Geld anfangen kann. Naja, nee. 2200 gibt es dann jetzt. Nee, anders. 2700. Sollte aber eigentlich trotzdem nicht genug sein zum Kaufen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Virtus Pro das nochmal versucht. Sondern ich würde mir... Es würde jetzt Sinn machen... Ah, doch. Okay. Ich denke, der Gedanke dabei ist, dass man jetzt nicht für die eigene Eco kauft, sondern eher gegen die gegnerische. Denn man hat Envias da relativ viele Spieler abgenommen. Es war ein One-on-One. Und dann, dementsprechend müssen die Franzosen hier keine Geldreserven mehr haben. Dass man ihnen irgendwie die Runde abnimmt, zum Beispiel durch solche schönen Entry-Frags. Wenn ihnen irgendwie die Runde abnimmt, dann würde man dafür direkt eine Eco bekommen. Und das war sicherlich der Hauptgrund, warum Virtus Pro hier gekauft hat. Irgendwas hat er da mitbekommen. Step, eine Flash, sonst was. Und er wird direkt verfolgt. Pasha hat die Gelegenheit genutzt, ist einfach rausmarschiert. Oben steht MBK und das könnte noch interessant werden, denn er hat hier den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Und Pasha kann damit wirklich nicht rechnen, dass wenn sie zwei Spieler auf dem B-Spot killen, dass dann trotzdem noch ein dritter oben auf der großen Rampe sitzt. Aber Snacks mit dem perfekten Backstep hier in der Mitte. Hat Kenny jetzt auch nochmal gut angeschossen und das sollte funktionieren. Aber Virtus Pro muss noch bis zum Bombspot vordringen. Die Nate von Kenny, die sollte ein bisschen verhungern. Dann kommt die Schüsse durch die Smoke geflogen. 13 zu 8. Und plötzlich steht Virtus Pro hier ziemlich gut da. Plötzlich sieht das ziemlich gut aus. Und ich habe es gerade gesagt. Envias hat jetzt kein Geld mehr zum Nachkaufen. Das heißt, sie müssen diese Runde wohl oder übel in die Echo gehen. Und eigentlich die nächste auch. Aber ich würde mal fast behaupten, dass man das nicht eingeht. Snacks ist da schon ein bisschen in den Connector vorgegangen. Jawohl, gut gemacht. Happy marschiert hier irgendwo fast vor der T-Base rum. So, und für Envias hat jetzt schon so ein bisschen, was die erste Map zumindest angeht, das letzte Stündlein geschlagen. Sollten sie die Runde hier auch abgeben, dann ist Virtus Pro schon so gut wie durch mit Map Nummer 1. Und die Polen scheinen wieder zu ihrer alten Strategie zurückzukehren. Erstmal versuchen, ob man im Kistengang vielleicht jemanden picken kann. Flash Richtung A. Das Ganze soll wohl nur als Fake ausgehen hier.
gespottet. Jawohl, Apex haben sie gemeinsam wieder gesprayt. MBK wurde auch gepickt und das ist wichtig, dass man aus dem Baseball draufkommt. Aber Heavy hat noch ein Wörtchen mitzureden. Den zweiten hat er auch gut angeschossen. Frag Nummer 3 wurde ihm nicht ganz gegönnt. Aber ja, die ist drauf auf dem Spot. Und wenn er jetzt sich entscheidet, die Bombe zu legen, könnte das ganz schön bitter werden für Tess. Er muss natürlich gucken, dass er jetzt rankommt. Und wenn Bialy fällt, dann könnte das nicht passen. Aber Bialy drückt ihm ein schönes Brett rein. 15 zu 8, 7 Map Points für Virtus Pro. Und die Polen sind gut dabei. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das hätte ich nicht gedacht, dass hier so gut die T-Runden reinkommen für Virtus Pro. Sah alles nach einem 0815-Train-Spiel aus. Sah aus wie ein ganz normaler Tag auf Train. Aber dann, kam die Vergewaltigung. Virtus Pro war einfach nicht aufzuhalten. Die Franzosen haben ihre Trillerpfeifen reingepfiffen, aber es hat nicht geholfen. Entry Fake von Snacks. Ja, Tess, Bialy, es sieht aus, als ob es jetzt hier wirklich zu Ende geht. Happy noch mit einem schönen Deagle-Headshot. Aber viel geht da nicht. MBK auf dem Spot zusammengeschossen. 16 zu 8.